Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute schauen wir uns die Karten an für nächste Woche. Wir schauen uns ein bisschen die Hauptenergien an, auf was ihr Acht geben solltet und was liegt im Schatten. Das heißt, was ist vielleicht nächste Woche nicht so sichtbar? Ja, bitte denkt daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du dir selbst auch vertraust. Also hör auf deine innere Stimme. Vertrau deiner inneren Stimme, weil sie sagt dir ganz genau, welche Botschaften von dir gehört werden müssen und welche eben nicht. Fangen wir doch an. Was musst du wissen? Siehst du es? Ich weiß nicht. Liebe. Es kann natürlich auch die Selbstliebe sein. Die Liebe zum Leben, die Liebe zu sich selbst. Seinen Weg lieben, den man gerade geht. Liebst du deinen Weg, den du gehst? Bist du zufrieden? Einige werden solche Gefühle nächste Woche spüren oder andere werden vielleicht auch den Mangel spüren. Das heißt, dass dir vielleicht bewusst wird, wo noch Liebe fehlt in deinem Leben. Weil es gibt nicht nur die Liebe in Form von Beziehung. Liebe ist viel mehr. Liebst du das Leben? Liebst du den Weg, den du eben gehst? Solche Themen, Herzensangelegenheiten, weil im Herzen liegt die Sehnsucht. Und wenn irgendeine Sehnsucht vielleicht nicht gelebt werden kann, dann fühlt sich das extrem schwer an. Und nächste Woche steht alles unter dieser Energie, Herzensenergie, Herzenswünsche, Liebe und Sehnsüchte. Schauen wir mal mit dem Tarot. Was musst du wissen? Dein Hauptthema für nächste Woche, die Hauptenergien. Was müssen wir wissen für das Kollektiv? Ja, 6 der Münzen. Sechster Münzenthema geben und nehmen. Stimmt die Balance? Bekommst du genug und gibst du genug? Vielleicht auch Thema Balance wiederherstellen. Und wenn ich sage geben und nehmen, meine ich das vor allem auch energetisch gesehen. Vielleicht Thema Wertschätzung. Und egal jetzt ob Beruf oder in der Beziehung, bei der Familie oder auch dir selbst. Gibst du dir selbst auch genug? Ich habe das Gefühl, nächste Woche steht wirklich unter dem Thema Balance. Sich vielleicht sogar neu ausrichten. Ermitteln, was einem fehlt und wie man diese Lücke vielleicht eben füllen kann. Ritter der Münzen, Erdenergie, langsame Energie. Das heißt, dieser Prozess geht nicht von heute auf morgen. Das muss dir ganz, ganz, also ganz fest bewusst sein. Das geht langsam, aber dafür konstant. Langsam, aber es wird durchgezogen. Schauen wir mal mit den kleinen Karten. Warum 6 der Münzen? Ja. 6. Schwerter, du hast genug von den hohen Wellen. Du möchtest dorthin gehen, wo das Wasser still ist, wo du die Tiefe sehen kannst. Ich werde ganz philosophisch, merke ich. Ja, du weißt, was ich meine. Das Schlechte verlassen. Und darum braucht es eine Balance, weil du musst ja zuerst wissen, wo ist keine Balance in deinem Leben? Wo fehlt es? Wo
Wo ist die Mangelenergie? Und warum ist die Mangelenergie da? Mit was musst du rechnen? Was könnte auf dich zukommen? Also auf, für das Kollektiv natürlich. Mit was müssen wir rechnen? Die Kraft, Löwe-Energie. Der Löwe steht für die Herzensstimme. Das ist das Sternzeichen, das die Herzensstimme am lautesten hören kann, wenn der Löwe im wahren Selbst ist. Was musst du wissen? Ja, kleiner Weckruf kommt. Ja. Vierter Schwerter, Rückzugsenergie. Vierter Schwerter, verwundere dich nicht, wenn sich plötzlich vielleicht Menschen in deinem Leben zurückziehen. Es könnte eine kleine Rückzugsenergie kommen, um sich gewisse Dinge auch klar zu werden. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Rückzug, dann nimm dir diese Auszeit, also diesen energetischen Abstand. Weil hier haben wir die Kraft, ins Vertrauen kommen, Liebe schenken, in die Sanftheit gehen und nicht ins Ziehen und Zerren. Und es kann sehr gut sein, dass du die Woche vielleicht damit startest, dass du voller Vertrauen bist und du bereit bist für den neuen Weg. Aber dann könnte dich die Tatsache etwas einholen. Also sei nicht überrascht, wenn du vielleicht plötzlich Dinge siehst oder Dinge bemerkst, wo noch Risse da sind. Vielleicht fällt dir plötzlich etwas auf, dass irgendwo in deinem Leben keine Stabilität ist und das ist dir vielleicht vorher gar nie aufgefallen. Weil der Turm symbolisiert immer das Plötzliche und zeigt uns auch auf, wo fehlt das Fundament, wo sind Risse vorhanden, wo wackelt es. Und nächste Woche wird das ganz vielen aufgezeigt. Und wichtig ist, dass du diesen Turmmoment für dich nutzt, weil der Turm zeigt uns, wo fehlt die Stabilität, damit du eben die Stabilität aufbauen kannst oder du diese neu hinterfragen kannst. Weil der Turmmoment wird dir eine kleine Blockade bringen, der Gehängte. Wird dir vielleicht eine kleine Stagnation reinbringen, dass du plötzlich vielleicht das Gefühl hast, dir fehlt der Boden unter den Füßen, weil dir irgendetwas, eine fehlende Balance bewusst wird. Wenn du im Gehängten bist, dann akzeptiere es, warte einfach, sei geduldig mit dir, weil der Gehängte kommt immer wieder auf den Boden zurück, immer. Wenn du nicht in der Luft herumstrampelst, sage ich jetzt mal. Warum die Kraft? Ja, du kommst ins Vertrauen, du möchtest ehrlich sein zu dir selbst und du siehst neue Möglichkeiten, viele Ideen in deinem Kopf und Möglichkeiten. Vielleicht wird dir dann auch bewusst, dass vielleicht nicht jede Möglichkeit, jede Idee in deinem Kopf realistisch ist oder für dich ist, sage ich jetzt mal, oder zu dir gehört. Weil hier die Mäßigkeit braucht vielleicht einen Umweg, einen Kompromiss mit dir selbst oder mit jemand anderem. Irgendein Kompromiss oder ein Umweg wird gefragt. Die Balance, weil die Mäßigkeit steht auch für Balance wieder. Der Gehängte, König der Schwerter, also kopflastig, sehr kopflastig, Luftenergie. Aufpassen, wenn du merkst, dass dein Kopf ein Buchstabenwald, Salat wird, Karussell, aufhören. Nicht zerdenken. Nicht dir den Kopf über unnötige Details, die komplett sinnlos sind, zerdenken. Weil dann kommst du in die Gehängte rein, wenn du das tust. Also nicht unnötige Dinge 1000 Mal und 2000 Mal und 3000 Mal zerdenken. Manchmal muss man gewisse Dinge einfach akzeptieren. Akzeptanz nehme ich wahr, ganz wichtig.
Schauen wir mal weiter. Nehmen wir noch zwei Karten. Was kommt sonst noch? König der Kelche. Sehr gut. Schon wieder König der Schwerter. Vielleicht auch Balance zwischen Körper und Geist. Balance zwischen Kopf und Herz, nehme ich wahr. Wasserenergie und Luftenergie. Sehr emotionale Energie, Gefühls, also starke Gefühle. Stark kopflastige Energie, also Kopf über Herz. Und da ist eher das Herz im Vordergrund. Balance halten. Nicht wie eine Welle hin und her, mal in die tiefe Emotion abtauchen und dann wieder total in das Kopflastige gehen. Das könnte nächste Woche nämlich bei ganz vielen passieren, diese Wellen. Von einem Moment auf den anderen ist man ein bisschen kalt, sage ich jetzt mal. Und dann ist man im nächsten Moment wie ein emotionales Wrack, sage ich jetzt mal, ganz salopp gesagt. Diese Wellen könnten kommen und versuche einfach eine Balance zu bekommen, dass du beide Teile in dir vereinen kannst. Du darfst emotional sein, aber du darfst auch ein bisschen kopflastig sein. Diese Balance, das ist die perfekte Mischung. König der Kelche, warum? Ja, Ziel in Sicht. Du weißt, du spürst deine Wünsche, deine tiefe Sehnsüchte und du weißt, was du möchtest. Vielleicht möchtest du mehr Geld. Oder mehr Stabilität sehe ich hier. König der Schwerter. Ja, du möchtest irgendetwas Neues, Frisches. Vielleicht hast du auch das Gefühl, also du möchtest etwas, eine Stabilität aufbauen. Könnte mit einem Wasserzeichen sein, muss aber nicht. Einfach mit etwas Neuem möchtest du eine Stabilität aufbauen und du überlegst dir, wie du das also bewältigen kannst. Was ist der Rat der Karten für nächste Woche? Was ist der Rat für das Kollektiv? Zweiter Schwerter. Zweifle nicht. Nicht zweifeln. Sei nicht übermäßig misstrauisch, sondern versuche Entscheidungen intuitiv zu treffen. Ja, schließe ein Kapitel ab. Nicht misstrauisch sein, ob das richtig ist, das Kapitel abzuschließen. Es ist das Richtige. Schließ ein Kapitel ab und geh in die Transformation, weil der Tod ist immer wie eine neue Wiedergeburt. Ein Teil von dir, ein altes, also energetisch gesehen, irgendetwas Altes von dir wird beendet, wird abgelöst, damit eben das neue, schöne erwachen kann. Was liegt im Schatten? Was liegt im Schatten? Sechster Kelche. Vergangenheit. Vergangenheitsenergien. Vergangenheitswünsche. Vergangenheitssehnsüchte liegen da im Schatten. Versuch dich mal daran zu erinnern, was für Ziele du früher hattest. Was für Sehnsucht, tiefe Wünsche. Und zwar dann, wo du noch vielleicht dir selbst erlaubt hast, an Wünsche zu glauben, sage ich mal. Was für Wünsche waren da? Was für Ziele, Sehnsüchte? Weil vielleicht muss irgendetwas aus der Vergangenheit nochmals gehört werden. Oder beachtet werden. Das kann auch eine schöne Zeit sein. Erinnerungen liegen im Schatten. Die könnten dir vielleicht weiterhelfen. Ja, ihr Lieben, das war die Wochenlegung für nächste Woche. Danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lasst ein Like, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.